Ich habe irgendwie vergangenes Wochenende einen Bastelrausch bekommen und einen Haufen Zeug gekauft. Jetzt muss es natürlich verbaut werden, verarbeitet, und daher habe ich euch jetzt eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar habe ich Platzkärtchen, die gleichzeitig als Gastgeschenk fungieren. Man kann dafür zum Beispiel, je nachdem wie groß ihr das haben wollt, Tontöpfchen nehmen. Ich habe einmal einen kleinen und einen größeren. Und man kann dann, habe ich hier, Sukkulenten reinpflanzen. Das Coole daran ist, die Sukkulenten sind mega einfach zu vermehren. Man nimmt einfach ein Blatt, legt es horizontal auf die Erde und gießt es immer wieder. Dann fangen unten an Wurzeln zu wachsen. Man kann es dann wieder einpflanzen. Das heißt, man braucht gar nicht so viele Sukkulenten kaufen, sondern man nimmt ein paar und vermehrt die dann einfach. Und so wird es einfach auch gar nicht teuer. Genau, sehr schön. Was habe ich? Außer den Töpfchen, den Sukkulenten, habe ich noch einen Pinsel, Stärke 2. Ich habe weiße Acrylfarbe zum den Namen schreiben. Dann habe ich noch, den Rest brauche ich noch nicht. Man braucht noch Erde, das habe ich jetzt nicht zum Rumwerkeln, ihr seht es ja dann schon. Und das war es eigentlich. Genau. Ich habe schon mit Bleistift die Namen vorweggeschrieben. Und werde das jetzt einfach mal testen. Schwupps, einmal mit der Acryltrabe. Ich nehme mal an, die wird schnell trocknen, von daher sollte das auch alles kein Problem sein. Ich nehme jetzt mal einfach ein kleines Töpfchen, weil ich denke, das passt einfach auch besser auf die Tische hinzustellen. Der hier ist für die Liliotania. Schwupps. Bereite ich mal anders vor und dann werde ich die quasi aus dem Topf hier reinmachen, also die einzelnen Blätter, die ich schon vorbereitet habe, werde ich dann in Erde hier einfach reinlegen und dann ist schon der Do-it-yourself Gastgeschenks-Tischplatz Deko, irgendwas ist dann schon fertig. Dazu habe ich dann natürlich auch schon vorbereitet im nächsten Tutorial den Tischplan. Den kann man nämlich dann ähnlich wie die machen. Das zeige ich euch im nächsten. Come with me, girl, I know a place where the green grass grows in a sunny embrace and we can get away, girl, make our escape where it's all